Da wollte er tatsächlich weiterlaufen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Music Monday an diesem wunderschönen Montag, der voller technischer Probleme startet. Ich glaube, das ist so Aftermath vom 24-Stunden-Stream. Ich weiß nicht, woran das hier alles lag, aber es ist zumindest jetzt schön, dass alles anscheinend funktioniert. So. Puh. Na, ihr? Geht's euch? Danke, dass ihr im Chat ausgeharrt habt und gewartet habt. Irgendwas ist heute. Hier irgendwo ist der Wurm drin. Aber hey, was geht denn hier im Chat ab? Hochgeschwindigkeitszüge, Better Twitch TV, Platsch. Alles klar. Ich hab keine Ahnung, worum es geht, aber schönen guten Abend bei euch da im Chat. Der Nick ist da, der Boygo ist da. Oh, die Ami ist auch da. Und natürlich unser Hausinventar, der Vogel, der Stern und der Killion. Ich freue mich. Hui. Guck mal, ein Host. Jetzt sieht das natürlich... danke übrigens für den Host. Jetzt sieht das natürlich ganz komisch aus mit den Alerts. So. Ah. Ich muss mal gucken, dass ich die Inserts auch noch so ein bisschen größer mache. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir spielen an der Stelle weiter, wo wir aufgehört haben. Und jetzt, da wir sowieso ein halbes Stündchen verloren haben, wird es Zeit, dass wir... endlich anfangen. Dann gucken wir mal. Kummerton. Aha, Kummerton. Schön. Dann würde ich sagen, hulup. So, scheint ja. Okay, scheint alles zu funktionieren. Jetzt brauche ich bei mir hier vorne nur noch Bild. Und dann können wir anfangen. Oh, hallo Schoko. Es ist eine Ehre, Milady. Welche Ehre? So. Hui. Und auch für diesen Host herzlichen Dank. So, ach ja, stimmt, da war ja was. Das ist Ritzko. Da brauche ich hier auch wieder Ton. Also, ich empfehle euch tatsächlich, wenn ihr einen 24-Stunden-Stream macht, dass ihr alles wieder so einstellt, wie es war vorher. Und euch nicht blind darauf verlasst, dass OBS einfach die Szenen speichert. Ja? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist so Neuland. Alles ist Neuland. Alles. Alles ist komplettes Neuland. So. Habe ich vielleicht irgendwo noch vergessen, einen Countdown rauszunehmen oder sind wir wieder auf Go? Sieht gut aus. So, ja, wir spielen Idol Master One for All. Wir haben ja noch so das ein oder andere zu tun. So 3, 4, 5, 6 Lives. Oha. Wir haben Songs gespielt und spontan kriegen sie ein Revival. Das ist ja auch mal nicht so verkehrt. Ich kann ja mal in den Shop gucken. Worum geht's eigentlich gerade? Ich nahm das hin. Ich verstehe gerade nicht, worum es geht. Ach ja, stimmt. Der Shop will uns ja immer noch trollen mit Kram, der viel zu teuer ist, den wir doch sehr, sehr gerne hätten. Ich glaube, wir waren mitten im Training von Shihaya und ich meine, ihr solltet mich an irgendwas erinnern. Ich hab's aber total vergessen, an was ihr mich erinnern sollt. Keine Ahnung, worum es im Chat geht. Stimmt, wir müssen diese S-Rang-Dinger machen und wir waren gerade dabei, die Haya zu leveln. Stimmt, da war was. Ach, Neuland, entschuldige. Das machen Shops prinzipiell gerne, die Eimer. Da hast du recht. Ich weiß ja nicht, ob du es verfolgt hast, so zumindest bei YouTube, aber es waren 3 Wochen voller Qual, bis wir ein Krönchen hatten, ja. Das Krönchen. Für ein großes Löhnchen, dieses Krönchen. Okay, ich denke, ich bin im Bild und ich würde sagen, wir machen dann einfach mal an der Stelle weiter und schauen mal, ob wir ein S-Rang-Event haben. Weil wir ein S-Rang-Event, das ist uns, glaube ich, ein klein wenig zu hoch. Wenn ich das hier sehe. Eine Audition.
weiter von 100 werden auf S2. Das wird schwierig. Ich mag Züge. Ich mag auch Züge. Ja. Nick, ich glaube, der Name wird gemocht. Ich glaube, dein Name wird gemocht. Moment, wir machen das so. Jetzt ist ja Woche 4. Ja, ich würde sagen, wir machen erst nochmal ein Event. Chihaya auf D3. Haben wir mit Chihaya, sind wir mit Chihaya noch schon gelaufen? Chihaya, ne, sind wir eben nicht. Okay. Na, auch. Guten Abend auch an den Herr Fallen Down. Ich habe gar nicht so viel Publikum montags gewohnt. Was ist denn da los? Ja, theoretisch könnten wir jetzt einfach hier außenrum alles aktivieren. Ich gehe trotzdem mal eben sinnvoll vor. Die zwei brauchen wir. Vocal Up brauchen wir. Habt euch alle gut erholt vom 24-Stunden-Stream. Ich frag einfach mal so ganz unverblümt. Burst Counter will ich gerne haben. Ja, ich glaube, das reicht für alles. Wir brauchen es ja, sonst dürfen wir wahrscheinlich nicht weiterlaufen. Hunger ist immer normal. Hunger, Hunger, ich weiß ja, Essen ist Leben. Essen ist nun mal Leben. So. Ich glaube, heute ist Montag, oder? Bin mir auch nicht sicher. Ansonsten habe ich komplett das falsche Setup geladen. Das wäre nicht so gut. Ich muss aber auch sagen. Das war ja gerade, ich weiß nicht, was da los war. OBS gestartet, keine Verbindung. Internet ist da. OBS neu gestartet. Bluescreen. Neu starten. Diabetes ist kacke. Diabetes ist richtig kacke. Es gibt viele Dinge auf diesem Planeten, die richtig kacke sind. Krebs, Diabetes, Cybermobbing, kleine Babyhunde. Ich weiß es. Sodbrennen auch. Ich weiß es nicht. Diabetes ist echt doof. Hupenhonker. Ja, aber wo Hupenhonker, ja? Der Stefan, der hat ja noch diese ganzen Quiplash-Sachen ganz. Keine Ahnung, mir ist nichts eingefallen, Schoko. Der Stefan muss noch diese ganzen Quiplash-Sachen in eine große Excel-Tabelle oder in ein Wiki eintragen. Die Frage ist, haben wir überhaupt Zeit, ein Wiki damit zu füllen? Oh, es gibt immer. Was ist denn eigentlich los in letzter Zeit? Ich möchte das mal hinterfragen. Entweder der Chat ist hochgradig widerlich oder es geht um Essen. Im Dujan oder was? Nee, okay. So, wie sieht's denn hier aus? Ich muss gerade gucken. Ja, müssten wir ja theoretisch schaffen. Essen schmeckt. Ja, und wenn Nick sagt, Essen ist gut und Essen schmeckt, dann sagt er das, weil er jahrelang einen Pizzakonsum hatte und endlich merkt, wie gut Essen eigentlich sein kann. Ah. Oh Gott. Tiefkühlpizzakonsum meine ich natürlich. Musik ist zu leise. Ich korrigiere das gleich.
Wir gewinnen ja eh. Ja, die Musik auch mal ein bisschen lauter machen. Ja. Sind ja alles diese Mini-Events da noch. Verspreche euch, wir spielen auf jeden Fall die Season noch fertig, bevor wir uns dann an Baphomet wagen. Und das hätte ich mir eigentlich sparen können, ne? Ich wollte ja unbedingt Chihayas Burst nochmal sehen. So. Mir gibt's ja auch nur den gesunden Kack. Und das zu Recht. Ja, das zu Recht. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut. Esst mehr gesundes Zeug, Leute. Pizza ist gut und schnell, aber nicht gesund. Gut, aber nicht jeder hat Zeit, selbst zu kochen, ne? Das, was suche ich denn eigentlich? Achso, das suche ich. Käse. Du weißt ja, alles schmeckt gut mit Käse. Auch auf Babyhunde. Nein! Können wir jetzt mit diesem Babyhunde-Thema aufhören? Das tut mir ja leid. Holz. Esst Holz. Holz hat viele natürliche Nährstoffe. Aber nicht holzig, richtig. Was soll das? Diese Chat-Aktivität heute, ich kann ja kaum nachlesen, das bin ich für Montag gar nicht gewohnt. Was denn da los? Ja. Das Schlimme ist, ich musste da auch erstmal gerade dran denken. Essen Sie noch heute Holz? Feinste Borke. Rüttelt nicht geschürt. Vor allem nach so 24 Stunden. Boah, so aufmerksam jetzt im Chat. Das ist um Gottes Willen. Käse, gesundes Zeug, Nudeln. Gesundes Fleisch. Holz. Pizza ist nicht ungesund, man darf nicht die ganzen fettigen Sachen noch draufpacken. Sondern viel Gemüse. Ja, aber mal ehrlich. Eine Gemüsepizza. Da kannst du auch Salat essen. Wir haben die Chat-Aktivität vom Radio gemobst. Nee, glaube ich nicht. Das ist wieder so dreckig. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Mach wenigstens ein Video von. Dann los. Nico. Ich bin das nicht gewohnt, so viel Aufmerksamkeit. Was ist denn da los? Nein. Nein, schade. Doch, Video. Gute Idee. Siehste.
Da macht der Knabe sein halbes Leben lang was mit Video und Video ist das letzte, was ihm einfällt. Und sein halbes Leben verbringt er auf Twitter, wohlgemerkt, ja. Das ist nicht so was. Ach ja! Habe ich ja ganz vergessen jetzt in dem Stress. Alle Sachen, die beim 24-Stunden-Stream verlost wurden, die wurden an die respektiven Personen zugestellt, ja. Der Kilion war so nett und hat sich darum gekümmert. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich nehme einfach mal Orangensaft. Nee, ich glaube, Mami wollte das nicht. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Und wir konnten euch zumindest damit bestechen, dass ihr 24 Stunden zuguckt. Heute im Übrigen errechnet. Wir strömten bereits fast 800 Stunden für euch. 800 Stunden. Jetzt habe ich so viel Zeit meines Lebens damit verschwendet, Fernsehen zu gucken. Oder eher YouTube. Ja, YouTube. Vielleicht doch eher YouTube. Oder doch eher YouTube. Ich freue mich im Übrigen so ein klein wenig tatsächlich auf Baphomets Fluch 2, weil da weiß ich dann doch nicht mehr so viel wie aus dem ersten Teil. Also das könnte tatsächlich spannender werden. Ja, also ihr habt uns 800 Stunden ausgehalten. Ja, das auch, ja. Wir haben das mal durchgerechnet. Wenn. Also jetzt mal diese knapp 700 Stunden. Wenn man die jetzt theoretisch als einzelne Videos als Let's Plays hochgeladen hätte, ja, wie viel Folgen das einfach wären. Alleine von Witcher. Alleine von Witcher und Final Fantasy. Da müsste bekloppt werden. So viel kannst du gar nicht weggucken. So, wer hat denn das New? Ah, Shihaya. So viel kannst du gar nicht weggucken. Ein Monat und zwei Tage, echt? Hast du ausgerechnet? Schade. Du musst jetzt mal überlegen, das ist alles auch noch auf dem YouTube-Kanal. Guckt doch nie jemand freiwillig. Jetzt stell dir vor, nach 3 Jahren, ja, kommt. Nach 3 Jahren vor allen Dingen, wenn es so lange überhaupt gibt, ja. Ich meine, ich habe ja Hoffnung. Ich meine, ich habe ja Hoffnung, dass es uns so lange noch gibt. Es kommt ja irgendeiner nach 3 Jahren. Ja, wenn jetzt jemand nach 3 Jahren vorbeischneit, ja. Gekloppt werden. Das erklärt so einiges, ja. Dann wird das klar, ist richtig. Das ist im Übrigen ein Erfolgsrezept, ja. So. Ach, Stefan. Ich würde sagen, wir müssen unbedingt noch diesen S-Rang-Kram machen. Das heißt, wir müssen uns jetzt trauen. Da ist ein S3 live. Das machen wir. Das heißt, einmal wieder umliedern. Und zwar kommt Haruka in unsere goldene Mitte. Und dann spielen wir mal eben in live, damit wir das hier voll kriegen. Jetzt erstmal den Gedanken zu Ende machen. Jetzt stellt... Was denn, Stefan? Was? Was ist da los? Was willst du von mir? Ja, ich glaube, das lasse ich. Was ist da los? Was ist da los, Stefan? Also jetzt, um den Gedanken zu Ende zu machen. Jetzt stell dir vor, nach 3 Jahren kommt irgendjemand nach und sagt, ich will alles mal nachgucken, was die vorher gemacht haben. Der hat zu tun, du. Der hat zu tun. Guck mal, Oktober. So lange ist Minecraft schon her. Die, die.
Es ist jetzt großartig, dass jetzt gerade... Sekunde. Was ist denn da los? Heute ist wieder echt der Wurm drin. Ich muss mal gerade... Warum? Ihr seht das noch. Ich sehe es aber nicht mehr. Warum? Das verwirrt mich jetzt. Doch, jetzt geht's wieder. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade ein Rätsel sprach, aber irgendwie... ist gerade mein Monitor neu gestartet. Wird doch nicht der Nächste sein, dessen Sicherung durchknackst. Wir müssen es eh wiederholen. Weil ich habe jetzt ja gerade nichts gesehen. Es war höchst erfolgreich. Ja, wie ihr seht, das ist ein JRPG, ja. Ja, was habt ihr denn jetzt gerade mit den Quotes? Was ist denn da los? Na toll, Yu-Chan Showroom und ich kann nie mal gucken. Was ist denn da los? Heute ist echt alles gegen mich. Heute ist alles gegen mich. Ja, wir müssen den Song eh gleich nochmal hören. Was ist denn da nur los? Gut, dass die Originalquote war, sie hat eine Frisur. Sie hat eine Frisur wie Sarah Connor jenseits drei Live-Konzerten. Aber gut, der Montagstroll geht rum. Ja, ihr merkt schon. Gleich wie muss, ja. Ich habe keine Ahnung, was da gerade mit den Leuten los ist. Ich meine, ich freue mich, dass ihr unsere Codes zu wertschätzen wisst, aber hey, was ist denn da los? 1, 2. Ich finde ja, das Kostüm sieht an Haruka sehr hübsch aus. Ihr schreibt doch sicherlich Ferkelzeug und dann drückt ihr ganz schnell Ausrufezeichen Quote, dass ich das nicht mehr sehe. Kennt euch doch. Einfach Hupenhonker dazwischen schreiben, weißt du, und dann Quote hinterher, was ist denn da los? Im Übrigen, wo wir gerade nicht drüber reden, oder es gerade eben noch um den Herrn Range ging, ja? Ich finde das lustig, ja, weil meine Woche sieht ja tatsächlich so aus, dass ich immer irgendwie zum Einschlafen dann Mimo nachschaue. Und wenn der Herr Range dann immer so seine 8 Stunden strömen tut, ist das furchtbar praktisch, weil das kann man dann schön über die Woche verteilen. Und das Tollste ist dann, wenn du im Bett liegst und du einfach nur so ganz gemütlich ihm da so zuhörst, wie die ersten 1,5 Stunden ja meistens quatscht. Und dann siehst du im Chat Lady of Chocolate und du denkst dir so, ah, oh, mal die Schoko. Du guckst das auch immer über die Woche verteilt. Voll cool. Wie heute kein Mimo. Werden die Symbole eigentlich hinterher komplett von Strichen umgeben sein? Was? Hä? Ich komm nicht mehr mit, weil einfach nur alles mit Quotes vollgespammt ist. Erstens, welche Symbole? Zweitens? Wieso heute kein Mimo?
Oh nein. Ach, die Social. Ja, oh ja. Oh Gott. Ja, Momoka ist lieb immer noch. Mann. Und ich fand das voll toll. Deshalb habe ich doch auch an dem einen Abend diesen Tweet gemacht. Ich war halt. Ich habe mich halt so voll gefreut. Ich denke so, guck mal, Chiyoko, die Gänse, die Gänse. Voll gut. Mann, was mache ich denn jetzt die ganze Woche? Ich werde abends nicht einschlafen können. Muss ich wieder Unity-Tutorials zum Einschlafen gucken von Quill? Och Mann. Im Spiel, Chris. Dreieck, Viereck, Kreis. Da sind zwei Balken drum. Vorher war nur links ein Balken. Kann ich gleich erklären, ja. Sekunde. Ich bin erst bei 5 beim letzten Mimo. Ist er da schon im ZDF? Ja, da fehlt mir einfach noch was. Und Baum ist da, wo Holz steht. Auch das. Hundi! Ich guck die Freitag-Streams gar nicht tatsächlich. Ich guck immer die Mimos. Ist das die Trolligkeit in der Fähigkeit der Girl Group? Warte. Wir gehen das gleich mal zusammen durch. Die Trolligkeit finde ich aber schön als Wort, ja. War einfach nur so witzig, wie er diese. Aber auf alle Fälle die Witze. Oh Gott. Ich weiß, warum ich es vermeide. Es war aber einfach nur lustig, wie er die Eiche pflanzen wollte. Unre. Ach, Leute. Ich fand ja diesen einen Stream ganz cool. Wo Pandoria gejoint ist und das allererste, was sie halt sagt in Discord war, kennt ihr eigentlich Frauen, die ihre Ärsche vorne bei den Titten tragen? Wie war das? Die ihre Ärsche als Titten tragen, so rum. Und dieser Blick von Gronkh war schön, das war echt schön. So. Habe ich natürlich nicht gesagt, ich habe nur wiederholt, was Pandoria gesagt hat. S2 könnten wir mal probieren, ob wir das schaffen. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Sollten wir aber echt mal probieren. Ich probier's mal. Das war so toll. Ey, Panne ist manchmal echt so. Panne. Das ist so. Ich freue mich so. Könnte ich so hypen die ganze Zeit. Ach, nicht. Ach, guck mal, sowas. Entschuldigung, soweit bin ich jetzt schon, dass ich anstelle von Tolligkeit Trolligkeit gelesen habe. Es tut mir leid. Irgendwas tut mir leid. Okay. Also im Prinzip, du hast ja unten die drei Kreise. Die stehen ja für die Werte Dance, Visual und Vocal. Jetzt müssen wir ganz kurz ernst sein, ja. Wir müssen, ne? Falls jemand zuguckt, dem das interessiert. Ja, zum Beispiel YouTube-Mensch. YouTube-Mensch, ich grüße dich. Ja, du hast Dance, Visual und Vocal. Und diese inneren Kreise sind halt tatsächlich dafür da, wie stark der Score eben ist bei diesem gewissen Wert. Iori hat eine Fähigkeit, die das halt eben zum Beispiel auch nach oben schubst. Und der Balken, der ganz oben ist, dieses Voltage, das ist dann halt tatsächlich, da können wir eben so ein Special Appeal machen, der uns halt ziemlich viele Punkte bringt. Ich feiere auch immer noch dieses eine GIF, wo sie miteinander näseln. Das war voll toll. Das war so. Oh. Also du meinst jetzt sicherlich diese weißen, ich nenne sie jetzt liebevoll mal Kuchenstücke, die da unten jetzt bei den Buttons sind, ne?
Weil sonst wüsste ich nicht, wo du genau meinst. Genau, die Slices. Ja. Also, du siehst ja, rechts steht eben die Punktezahl dran, zum Beispiel halt eben bei Visual. Bei Visual steht jetzt zum Beispiel 477. Und die kriegen wir ja aber auch immer nicht vollständig. Und eben die Rate, die nach oben geht, wird von diesem inneren Kreis bestimmt. Oh Gott, jetzt hab ich gepennt. Sekunde. Die Frage ist echt, ob wir das schaffen. Das ist doch nie im Leben was. Ich hätte ein schnelleres Lied nehmen müssen. Die Kuchenstücke der Tolligkeit. Es ist praktisch eigentlich, wie stark die Fähigkeit ins Gewicht fällt. Nee, das schaffen wir nicht. Dafür sind wir noch nicht immer genug. Okay, schade. Normalerweise hat jede auch eine Fähigkeit, die das dann eben nach oben, diesen Wert nach oben schubst. Ich muss mal gerade gucken, ob ich das in diesem einen Menü zeigen kann. Ne, brauchen wir gar nicht retryen. Wenn ich das in diesem einen Menü zeigen kann, dann sieht man das eigentlich recht schön, wie sich das zusammensetzt. Mal gucken, ob das zählt tatsächlich. Boosted. Boosted ist auch ein... Ja, genau. Ja, ja, würde ich sagen. Ist halt auch mitunter eben so ein Multiplikator, der damit rein spielt. Ja, und wieder weiß ich nicht, wer da was will, also... Biki. Ich weiß nie, wer was will, sonst würde ich mir das ja mal merken. Wenn die Namen kann ich ja mittlerweile lesen. So. Wahrscheinlich haben wir das jetzt... Hat das jetzt galant verspielt, aber ich kriege ja Erfahrung. Also theoretisch müsste das ja eigentlich bedeuten, dass ich das als Arbeit erledigt habe. Guck mal eben. Weil es gibt eben den Wert an sich, die Wertsteigerung. Es gibt die Rate, die zunimmt. Und es gibt eben diesen Multiplikator und das sind eben drei Sachen, die du auf diesem Skillboard freischalten kannst. Gibt es eben einen kleinen Anstieg, einen großen Anstieg und Chihaya. Mal gucken, ob ich das zeigen kann. Sekunde. Hat das gezählt? Nicht gezählt. Oh je. Ja, aber du siehst jetzt zum Beispiel oben eben diese 474, 477 und 46 bei den entsprechenden Werten. Und wenn wir jetzt gleich das nächste live machen, achtest du... Ach, kann wieder keins machen. Die werden wir diesmal auch wieder nicht schaffen. Dann, Gott, das wird knapp. Das wird doch jetzt nicht das erste sein, was wir nicht gelöst kriegen. Bei Chihaya war man. Man sieht das eigentlich ganz schön bei den Festivals. Ne? Gibt es ein Opening, was du magst, außer Love Life oder anderen Idol-Animes? Also wenn Idol-Anime tabu sind, dann muss ich mal überlegen, was mir da so einfällt. Doch kaum Anime. Wären die Conan-Openings, wären die tabu oder zählen die mit dazu? Also welche, die noch nicht eingedeutscht wurden, natürlich.
そういう時こそ。Ich sehe Conan als Idol. Hallo? Weil ich hab mir... Es gab immer zwei Dinge, die ich wollte, also die ich gefragt hätte, wenn du mich je gefragt hättest. Und ich hätte dann gesagt, irgendeins von den neueren Conan-Openings, weil die großartig sind, oder halt irgendwas aus entsprechend... dieser Rockgruppe da. Wer ist denn diese Rockgruppe? Ich überlege mir das gleich mal während des Events. Nein, von denen, die noch nicht übersetzt wurden. Ja. Dynamite war echt, aber eigentlich ganz cool. Ne, warte, ich überlege mir mal während dem Event. Also wenn... Hallo? Außerdem ist Conan ist greater than Shinichi, ja. Und wenn wir gleich von den Mädchen anfangen, dann muss ich sowieso meine Liebe zu Kasua gestehen. Und das darf ich auf dem Stream nicht machen, weil sonst wird man mir das ewig vorhalten. Nein, ich überlege mir was, Schokosekunde. Wer ist denn 7, der schaut nur so aus. Ja, guck mal, das sagt Miri auch immer. Ich bin eigentlich nicht so jung, ich sehe nur so aus. Ah, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt müsstest du mal auf die Balken achten. Müssen wir gleich mal gucken, ob Ioris Fähigkeit triggert. Überleg mir was, aber von Tamara kriegst du wahrscheinlich dann die Antwort, dass es irgendwas aus Cinderella Girls sein muss. Aber da ja... nach Openings gefragt ist. Wie du jetzt siehst, Yuri hat eben die Werte unten geboostet. Mit ihrem Special. Ob es nochmal klappt. Toll. Genau das wollte ich spielen. Weißt du, willst du einmal was zeigen? Also ich weiß, dass dieser innere Kreis einen Namen hat, aber... Der Cinderella Girls ist großartig schon... Also ich meine, okay... Idolmaster an sich, der Anime der Hauptserie, der war halt so richtig straightforward, weil du sofort alle Idols kennengelernt hast. Und bei Cinderella Girls, da wirst du praktisch einfach so reingeworfen und der Plot entwickelt sich, aber du lernst die Charaktere nicht so richtig kennen, außer halt Producer. Producer ist großartig, weil er halt einfach immer so aussieht, als wäre, naja, als käme er straight from Loli-Knast. Ja, das ist halt schwierig. Ein Opening. Irgendwann wünscht. Ach, was kann man denn aber Openings? Der Stefan, der spielt im Übrigen als immer ab und zu mal vor seinen Streams deine deutschen Digimon-Cover. Dann viel Erfolg beim Abendessen jagen und zubereiten. Hier haben wir jetzt zum Beispiel, jetzt siehst du ja die Balken. Theoretisch, wenn die ganz rechts wären, dann könnte man das entsprechend auch sehen. Und dieser innere Kreis ist eigentlich die Verteilung aller Punkte, wo jetzt die Sternchen unten sind. Bei Chihaya zum Beispiel, wenn ich jetzt hier nach rechts gehe. Also, sie haben alle eine Veranlagung bei Visual. Ja, also... Das will.
Ja, Stefan, äußere dich mal. Du findest das alles toll, ja? Also, ja, so ganz unverbindlich, ne? Wenn du sagst, soll man immer machen, machen wir es nicht mehr. Aber das ist halt, ne? Da steckt Support dahinter. Okay, glaub's mir. Cinderella Girls hatte, glaube ich, auch nur das Hauptopening. Boah, Full Moon. Full Moon wäre auch was Tamara wahrscheinlich sagen würde. I Love You von Scanty. Allererste Full Moon Opening, wenn du das nicht sogar schon gemacht hast. Ich habe keine Ahnung. Ich habe leider nie Zeit gefunden, mich durch alle deine Videos durchzublicken. Dann über mich und mein Sofa. Ja, prinzipiell. Das ist bestimmt nicht mal dein Sofa, Christian. Nee, es ist tatsächlich mein Sofa. Eigentlich hat Stefan dieses Sofa gekauft für 10 Euro in Köln. Damals der PC, das war schön. Was mich wirklich interessieren würde, ist, was wäre, wenn man in Fact von Amina eindeutscht das gesungen von dir? Wenn ich mir jemals was wünschen durfte und du keine Idee hast, was du einem netten Menschen aus dem Internet zum Geburtstag schenken willst, schenk mir das. Ist aber kein Opening, also fällt das mal raus. Ich sollte sowas nicht auf dem Stream sagen, das ist peinlich irgendwie. Ja, genau das. Was? Ja. Nochmal sag ich das nicht. Peinlich genug. Mal überlegen. Es muss ja auch ein bisschen zu dir passen und ich glaube, es ist schwierig, die Love Life Openings. Eher so, nee. Dann eher das Cinderella Girls Opening, das passt eher zu deinem Stil. Aber arbeite gerade Diabetes aus. Übertreib's damit mal nicht. Ja, dann auch dir viel Erfolg beim Jagen und Dinieren. Nur keine Ahnung was, das ist immer ein Hauptproblem. Es gibt einen Song. Ja. Also. Okay. Geschichte von vorne. 2014 durfte ich Sato Amina treffen. Ja. Mein vermutlich ewiges Kami-Oshi. Übertreiben. Ja, hast ja recht. Ja, hast ja recht. Mein ewiges Kami. Ja, mein ewiges Kami. Ja. Und sie hatte ja die große Ehre, am Ende zu Cinderella Girls dazu zu gehören. Und ihre erste Solo-Single war das Lied, oder ist, war ist es ja nicht, sondern ist in Fact. Ja, schreibt sich so. Und ist eben aus dem Cinderella Girls Universum. Und ich habe mich schon immer gefragt, seitdem ich deine Cover gehört habe, wie wohl dieses Lied eingedeutscht klingt.
und von dir gesungen. Und ich meinte, es ist kein Opening, ja. Ich hab gesagt, wenn du jemals irgendwie einem Onkel aus dem Internet was schenken wolltest. Hallo Entchen! Wenn du jemals einem Onkel aus dem Internet was schenken wolltest zu seinem Geburtstag im April. Nein, es liegt nicht an Tachibana. Dann, jo. Ich hab gehört, du hast was gewonnen, Entchen. Was ist denn da los? Ach ja, stimmt, der Shop. Aber ganz ehrlich, es ist kein Muss, gar nichts, ja? Ja, nichts in diese Richtung. Ich habe mir das nur mal vorgestellt, weil ich weiß, du hast genug Menschen, die das sicherlich schon mal gesagt haben. Die 1.30-Version, die wird wahrscheinlich die Spielversion sein. Ich habe aber auch die Single-Version, wenn du es wirklich übertreiben willst. Aber ich brauche jetzt irgendwas, was ich schaffen kann. S3 Live. Oh Gott sei Dank. Ja, laut Killion hast du was gewonnen und er hätte es dir gewispert. Hm? Killion, so melde er sich. Herr Landvogt. Was wollte ich denn? Ach ja, Lieder wechseln wollte ich. Ich wollte Lieder wechseln zu Arupi, wollte ich jetzt gerade sagen. Wie heißt denn, wie ist denn nochmal der Spitzname von Ach, Harudun, ja. So, dann machen wir hier den S3. Schwupp, dann haben wir nämlich das Goal wenigstens erledigt. So, siehst du, haben wir schon die Formalitäten geklärt. Ich fühl mich ein bisschen wie ein Amt heute. Weil das Lied ist halt auch echt mega traurig. Ja. Und alleine diese Performance von Amina hat mir alles Mögliche ausgelöst. Auch Sodbrennen. All die Trauergefühle. Bitteschön. Man gibt ja gerne was zurück. Ja, hast ja jetzt auch schon das ein oder andere dagelassen, ne? Auch danke dafür. Ach ja, wo wir es ja vorhin von Stunden hatten, ne? Wir sind jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo sämtliche Streamaufnahmen und YouTube-Projekte einen Umfang von 820 GB eingenommen haben. Eins, zwei, drei. Oh, einer fehlte. Ist die Preisfrage, ob wir das schaffen? Ich habe nämlich nicht geguckt, was das Ziel war. Das kann ich jetzt, glaube ich, knicken. Ich muss langsam echt mal drüber nachdenken, ob wir nicht einfach wirklich mal immer so ein bisschen mal so eine Quatschstunde machen. Weil irgendwie kommt es mir immer so vor, als hetzen wir ganz am Anfang relativ schnell durch und dann zum Spiel. Das ist irgendwie eigentlich auch nicht so ganz das, was ich will. Huch, die Maggie ist da. Hallo. Stimmt, die Maggie mit der Schuhgröße 38. Sind normalerweise so. Ich müsste bei Infect und Smiling Day 2 ein wenig weinen. Ja.
Ja. Ich kann dir mal... die Konzertversion... Konzertversion schicken, Schoko. Ja. Voll Anarchie auf dem Stream heute. Es läuft eh gerade nichts sowieso. Sekunde, Schoko. Ich hab da mal was hochgeladen. Vor langer Zeit. Was? Und da, Dailymotion hat neue Kanalseiten. Was ist denn da los? Ich meine, ich benutze Dailymotion nie, aber... Post mal einfach hier rein, so aus Gründen. Du gehst wieder weg, Mickey. Komm aber wieder. Was habt ihr in letzter Zeit eigentlich mit eurem Internet? Bestimmt Vodafone. Ich hab schon wieder nicht aufgepasst, wer was von mir will. Och, komm schon. Komm, hier in die Matcha. Ich hab was richtig gemacht. Was richtig gemacht? So, und ich glaube, jetzt haben wir zumindest unsere Aufgabe mal erledigt. Und ich glaube, es gibt Level Up, oder? Reicht's für ein Level Up? Nee, reicht nicht. Ja, Hibiki. Hibiki, Hibiki. Gutes Rührei. Oh. So traumhaft. Wir rücken im Übrigen den 10.000 Kanal-Views immer näher. Die Biber haben sich ja jetzt gerade jüngst über die Millionen gefreut und wir haben ja noch die kleinen Zahlen und ich freue mich sehr, dass wir auch bei uns langsam tatsächlich eine neue Stelle vorne eröffnen können mit der 1. Es wäre sehr, sehr schön. Wem stammt White Angels? Meinst du jetzt hier der Gruppenname? Selbstgemachte gekauft. Was für eine Frage. Ach. Ja, Asin ist ja bekannt hier für das Essen, was er immer im Discord postet. Okay, 4 ist die Sonderaufgabe. Dann machen wir die Sonderaufgabe auch noch, sofern sie uns lässt. 11,7 schaffen wir nicht. Und ich sagte noch, sofern sie uns lässt. Ja? War naiv gedacht, Chris. Das war naiv gedacht. Ja, die Gruppe, die wir gerade haben, die habe ich auch White Angel genannt, aufgrund dessen, dass der Song von Fairies White Angel heißt. Und meine Subgroup heißt Yashiroi Tenshi, was ja auch White Angel heißt. Oh, das macht Tamara auch immer, Maggie. Ich muss gerade im Chat wieder hochscrollen. Willkommen zurück. So. Ach ja, ich muss umliedern. Einmal umliedern, wieder zu Chihaya. Hi. Und dann widmen wir uns mal schnellen Schrittens die C3. Die C3 müssen wir machen. Wir müssen unbedingt diese Aufgabe erledigen, sonst wird das schwierig. Ja,
Ja, momentan können wir noch nichts machen, solange wir nicht auf dem C-Rang sind. Dann geht's los zu überlegen, wie wir wieder unsere Punkte verteilen. Ja, aber so, ne, aber gerade so geschälte Bananen und so Kram, das ist halt echt für Leute, die einfach zu faul sind, Bananen zu schälen. Der Mensch wird ja immer bequemer, was ist denn da los? Und ja, White Angel gehört tatsächlich zu einem meiner Lieblings-Fairies-Songs. Also, Crossroad, White Angel, One Love und Beat Generation sind meine Top 4. Wir steuern mal ein bisschen gegen hier. Hauptsache nochmal mit dem letzten Appeal hier was reingedrückt, hätte ich mir sparen sollen. Egal. Welches Lied war beim 10th Anniversary? Overmaster. Könnten wir uns einfach nochmal ganz kurz, lieber André, könnten wir uns nochmal drüber unterhalten, wie ewig lang, ja? Du hast ja die ganzen Pannen noch nicht mitgekriegt, Maggie. Heute läuft gar nichts rund, gar nichts. Könnten wir uns, lieber André, könnten wir uns kurz noch drüber unterhalten, wie ewig lang, ja, Riku Gimias Haare sind? Die Frau macht mich fertig. Die macht mich echt fertig. Man fühlt sich wieder so normal, ja. Lustigerweise haben wir sehr, sehr lang darüber diskutiert, nachdem ja der Plan, also die Schedule an sich, die geht ja von 16 bis 24, die Grafik. Ich glaube, Yu-Chan geht offline. Der Plan geht ja an sich von 16 bis 24 Uhr und wir haben uns auch gestern wieder darüber unterhalten, dass eigentlich das große Ziel ist, das wirklich mal so voll zu kriegen, dass tatsächlich von 16 bis 24 Uhr Programm ist. Das wäre halt echt cool, weil wir hatten, Auch wenn wir ziemlich einen Durchhänger hatten, dann so ganz früh morgens am Sonntag, vor allen Dingen auch weil Tamara ja rumgekränkelt hat, das war ja eigentlich noch das Schlimme an der Sache. Oh Gott.
Wir hatten echt Mordspaß an dieser 24-Stunden-Stream-Geschichte. Hallo? Danke. Halt voll interessant tatsächlich. Und ich muss auch sagen, die Nacht war sehr interessant mit... Ey, ihre Haare sind der Knaller. Der Knaller. Das, was mich am meisten in Riku Mia fertig macht, sind ihre Haare. Aber richtig. Das Schlimme ist ja, Schoko, jetzt wo wir wieder drüber reden, ich wollte schon Ewigkeiten tatsächlich ein Karaoke-Video zu Infekt machen. Und so lange, eigentlich seit der Konzertauftritt draußen ist. Das ist schon weit in her. Was ist da los? Okay, jenes von kaufen Sie jetzt. Ja. Würde ich sofort kaufen. Ich investiere sogar in Aktien. Weil ich weiß noch damals zu Yukirins Geburtstag hatte ich ein Video gemacht von Fuji Utsushino Chocolate? Nur, weißt du? Außer die Amina Geburtstags-Messages. Im Oktober echt nichts gemacht. Und ich wollte ja unbedingt ein Karaoke-Video davon machen. Puh, ich bin ein schlechter Oshi. Ja. Lass dich berühren. War das jetzt gut oder schlecht? Also ihr Kopf patten konnte ich nicht. Und ich warte immer noch auf die Termine von den Love Live Sunshine Kinoübertragungen, Konzerte, Dingsies. So, Chihaya hat jetzt wieder 20 Pünktchen, die wir verballern dürfen. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt eine halbe Stunde, das kriegen wir hin. Nein, André. Du bist 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf Showroom. Twitter ist nur Nebensache für dich. Das ist jetzt auch gerade, neuerdings hatten wir auch wieder die Diskussion, so, dass Leute in einem Discord schrieben, sie hätten gerne einen TS-Server, damit sie sich miteinander unterhalten können. Ich saß so da. Die Sprachqualität in Discord mag jetzt vielleicht nicht erste Sahne sein, aber da hat jemand den Schuss nicht gehört. Was ist denn Showroom? Nicht fragen. Nicht fragen. Maggie, nicht fragen. Nicht fragen. Nicht fragen, Maggie.
Nicht fragen. Frag das nicht. Deine Seele wird Showroom zu Opfer fallen. Ich weiß es nicht. Gut, dann gibt es noch so Leute wie der Stefan, ja? Er schreibt Discord auch immer anders. Maggie, wenn du bei uns im Discord bist, ja, dann hast du links einen Kanal. Hast du links einen Kanal, der heißt Idols und Musik, ja? Und da posten der André und ich regelmäßig tatsächlich Screenshots von Showroom. Ja, also, wenn du mal nichts Besseres zu tun hast, schaust ins Discord und guckst mal, was der André und ich so posten. Ja. Darum ging es auch gerade, als wir von Yu-Chan gesprochen haben, ja. Tachibana Yu. Gerade gucken. Ist ja schon wieder los. So. Ich und schnell schreiben, das passt nicht. Er schreibt doch langsamer. Ach so, ja, stimmt. Ach Gott, da war ja was. Oh, verdammt. Das könnten wir schaffen. Ich will aber diese Baumstage haben. Was ist denn da los? Ob wir die 8,3 schaffen? Ich würde es gern probieren. Andererseits verschwende ich damit einen Tag, wenn es schief geht. Einfach die nächste Krise nicht immer auf Twitter posten. Genau, das auch, ja. Ab und zu bleiben die tatsächlich auch stehen, diese Links. Ich habe das gerade eben hätte ich das sicherlich auch gemacht, aber ich konnte ja nicht in YouTube Stream reingucken. Ich würde das echt gern. Wo eins Risiko, ne? Geht schief. Geht so schief. Acht Dreier Highscore. Geht schief. Das geht schief. Ja, ich bin nicht so ein Kuso-Didi wie der André, ja. Ich habe da meine Prinzipien. Für mich gibt es nur Yu-Chan. Übrigens, hat mich sehr glücklich gemacht, die Tage hat Nanamin auf Twitter wieder gepostet. Sie würde doch sehr, sehr gerne. Sie würde doch sehr, sehr gerne in den nächsten Tagen wieder einen Twitcast machen. Und das hat mich eigentlich so gefreut, weil das war der Moment, wo es bei Rina wieder bergauf ging. Ja? Bei Rina ging es dann wieder bergauf, wo sie dann gesagt hat, so, ich werde jetzt Solo-Künstlerin und ich würde mir so wünschen, dass Nanamin die gleiche Entscheidung trifft. Oder zumindest von ihrer Agentur die Möglichkeit geboten kriegt, wieder als Idol was machen zu dürfen. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Idol-Gewerbe ist kein Zuckerschlecken, sag ich euch. Oh, gut Entchen das. Dann sage ich auch danke. Danke sehr sogar. Vielen, vielen Dank. Oh, ich bin so ein. Komm jetzt. Ganz schnell.
bin so blöd. Okay, jetzt Schema F. Eins, zwei, drei. Nee, das schaffe ich nicht. Nicht, wenn ich so spiele. Eins, zwei, drei. Naja, es wäre schaffbar, wenn ich das von vornherein richtig machen würde. Habe ich aber nicht. Also es ist schaffbar, ich muss es auf jeden Fall wiederholen. Wollen wir mal eben nachlesen, Sekunde. Diesen Moment, wenn da stehen irgendwelche Kettenbriefe. Kenn ich. Hört du gerne, ist doch super hier. Oh, danke. Ja, wir versuchen unser Bestes, ne, Entchen? Und ja, ich habe das Video von Takuji Miyu gesehen. Voll doll. Retryen das mal eben. Nein, Entchen kommt hier nicht in die Suppe. Und gibt's hier bald Spatzenragout. So, jetzt aber noch einmal richtig. Eins, zwei, drei. Das hast du selber gesagt, Stefan. Das hast du selber gesagt. Eins, zwei, drei. Nicht reichen. Wir könnten es jetzt noch mal mit Iori's Skill probieren, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, früher habe ich noch nicht geguckt. Das habe ich auch immer gesagt, jetzt bin ich alleine. Oh komm. Probier es nochmal. Ach komm. Ja, wir versuchen unser Bestes. Ja. Wichtig ist, dass ihr Spaß habt. Und darum geht's. Ja. Je mehr Spaß ihr habt, umso mehr Spaß haben wir. Wichtigster Faktor. Eins, zwei. Eins, zwei.
Eins. Zwei. Komm, Iori. Iori! Keine Chance. Das habe ich auch immer gesagt. Ich werde nie eine Bindung zu Iori aufbauen. Warum nicht? Warum nicht? Iori. 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 Versemmelt. Zählt wahrscheinlich eh wieder nicht. Oh, macht mich traurig. Also der 24-Stunden-Stream, ich muss euch tatsächlich sagen, wir hätten es nicht geschafft, wenn keiner da gewesen wäre. So, die Chat-Aktivität war tatsächlich das, was uns da ziemlich bei der Stange gehalten hat. Auch wenn es in der Nacht recht ruhig war, was ich verstehen kann, weil Until Dawn und danach My Life as a King. Ein höchst underrated Spiel, muss ich sagen. Höchst underrated. Aber ich war froh, dass wir es zu Ende gebracht haben, tatsächlich. So, jetzt müssen wir nur hoffen, dass in unserer Schedule hier jetzt noch ein S-Rang-Event ist, was wir machen können. Sonst war's das. Da gibt's keinen Nachtisch für Chris. Ich wünsche dir viel Spaß beim Strömen, ne? Danke, dass du immer wieder reinschaust, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Deine Anwesenheit ist sehr geschätzt und haben wir dich tatsächlich noch vermisst, die Tage. Ne? Ja, aber guck mal. Ich habe zwar auch versucht zu schlafen, aber es hat nicht funktioniert. Ich lag trotzdem dann da drüben eher so in so einer leicht komatösen Haltung und bin dann trotzdem wieder aufgestanden. Es hat einfach nicht funktioniert. Aber daran merkt man, man wird so ein bisschen alt. Ja, früher waren so 24 Stunden, weißt du, kein Problem. Hast du bei Giga, ja, bei Giga Projekt 24, hast du gesagt, scheiß drauf, 26 Stunden und danach bist du noch in die Schule gegangen und dann warst du halt einfach 40 Stunden wach und es hat dir nichts ausgemacht. Und jetzt, wenn du alt wirst, hast du diesen Biorhythmus, von dem du einfach nur denkst, was, ich soll 18 Stunden wach bleiben, bist du vollkommen übergeschnappt. Ja, so fühlt man sich. Ja.
Ich wär auch lieber tatsächlich in der Zeit da gewesen und hätte Tamara abgelöst bei Cooking Mama, aber ich war halt erstmal, lass mich mal überlegen. Ich habe Witcher gemacht mit euch. Also, ich war bei Witcher dabei, wo ist eigentlich der Frosch heute Abend? Ich sag so oft Witcher schon, was ist denn da los? Hab Spaß, Entchen. Ich war bei Witcher dabei, ich habe mit euch Quiplash gespielt, ich war bei Until Dawn dabei und ich habe My Life as a King gemacht. Das waren, lass mich mal ganz ehrlich, seit wann saß ich denn dann da? Ich war von 20:15 bis 8:30 Uhr. Also ich war eigentlich, ja, ich war 12 Stunden saß ich dann am Stück da und hab geströmt. Zwar mit wechselnder Besetzung, aber ich saß 12 Stunden aktiv hier. Ja. Was sagt die Uhr? Ah, zeitlich kommen wir doch gut raus heute. Hat es gezählt? Hat es nicht. Nein, hat es nicht. Oh. Ich wusste, wir werden kein Glück haben. Erster von 200 werden. In der Vocal Lesson. Also, Twink Twink schaffen wir auf jeden Fall. Ich muss das jetzt retten. Geströmt wie im Regen, oh ja. Es hat halt aber immer noch verdammt Spaß gemacht. Ja, das ist... Ich weiß nicht. Ich wollte nicht einfach gehen. Ja? Ich wusste ganz genau, wenn ich offscreen bin, dann sitze ich eh nur da und guck sowieso zu. Dann kann ich mich auch hinsetzen und mitreden. Was dem einen oder anderen bestimmt auf den Keks ging, aber hey. Bin ja hier auch nur geduldet. Kuchen. Das Schlimmste war noch, alle meine Lieblingssachen, die sie eigentlich für mich gekauft haben, haben sie mir weggegessen. So. Das war schon zu viel. Naja. Ich finde, Haruka sieht in diesem Kostüm einfach toll aus. Das ist genau wie diese Liebe zu Haruka. Ich weiß gar nicht, wann ich die entwickelt habe. Ich war einmal eigentlich immer so BS-Mickey. Ich glaube, Haruka mag ich erst, indem ich realisiert habe, ja, dass sie eigentlich ist wie Uzuki. Uzuki habe ich ja auch erst durch Cinderella Girls lieben gelernt, was ein großes Problem darstellt, weil ich zu Cinderella Girls eigentlich primär wegen Amina gekommen bin. Was war? Ich muss mich natürlich in die liebliche Stimme von Ohashi Ayaka verlieben. Was da los? Ey, der Zug beste Mann. Wenn jetzt wenigstens noch eine Kamera drauf rumfahren würde, weißt du? Billigste Dolly ever. Der Zug ist großartig. Der Zug im Bild, Stefan. Zu hohe Kosten. Wer ist am Zug? Ach, Stefan.
Oh Mann. So, dann haben wir jetzt zumindest mal die Season-Aufgabe erledigt. Und wir haben dann wahrscheinlich jetzt gerade noch die Zeit, um die Season zu vollenden. Er hat ja Pandoria letztens auch noch erzählt. Stefan, really? Ist mir aufgefallen, ich habe dann dadurch, dass ich habe zwar 12 Stunden lang mitgeströmt, ja, aber Flachwitze technisch war echt mau im 24-Stunden-Stream. Da habe ich mir mehr zugetraut. Wie geht der Maiwitz-Command? Ausrufezeichen Maiwitz. Genau so. Guck mal, bald hat er auch die 30 geknackt. Marco, du hast Geburtstag. So, und irgendwas geht beim Lucky Rabbit. Oh, jetzt kommt er mir hier wieder mit den Kostümen an. Ich krieg zu viel. Ich weiß, wir sollten endlich mal unsere Tabs vervollständigen. Vor allem das gelbe Floral. Müsste eigentlich. Eigentlich müsste ich immer noch. Das. Was? Delianto. Ah, Delianto Starbo. Darf ich heute was noch? Nein, darf ich nicht. Okay. Ja, wir probieren trotzdem. 40 werden wir nie zusammenkriegen. Wir versuchen trotzdem mal, ob wir es schaffen können, ne? Das ist, ich schaffe Master Life 2. Das heißt jetzt nochmal alle. Nochmal alle irgendwie in irgendeiner Form skillen. Jetzt gehen wir alle fangen ab 20 Uhr an zu schrubbeln. Ja, ich weiß nicht. Bin in nix. Ali nix schuld. Ali nix schuld. So, da ist plus 3. Wir brauchen mehr Sprit. Da ist mehr Sprit. Ansonsten ist hier nichts mit Sprit. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier Burst Counter plus 1. Was ist das hier? Oh. Gut, das musste ich ja eh aktivieren. Also B bin ich ja noch nicht. Hier noch C3. Ja, Burst Charge, du. So, null. Oh, Deutsch heute wieder nichts gut. Nein. Obwohl, es muss hier Secret of Evermore. Ah, Secret of Evermore wäre halt auch noch was, ja. Ich bin auf einmal auch nur wegen Love Life gekommen, wegen Anime. Das Anime Los Summer Life 2015. Ja. Ja. Das. Es war ein Verderben. Das sag ich dir. Weil da habe ich zum ersten Mal einen Love Life Song gehört. War mein Verderben. So. Skill. Ulta sein bester Taxifahrer auf Welt. So, 5 habe ich noch übrig. 5 reicht aber nicht.
Oh, bei Iori haben wir fast das komplette Skillboard voll. Was ist denn da los? Na, Iori haben wir da aber echt hart rangenommen, du. Also das Idolmaster Live, das mache ich noch fertig. So viel steht fest. So, mit Miki müssen wir noch laufen. Ich mache jetzt hier gerade so ein klein wenig Pimp My Idol. Moidepil plus 3, ne? Moide Drive, ja. Ach, guck mal, Miki sind wir auch fast so weit. Wir haben, ja, haben, ja, das habe ich, so habe ich das formuliert, ja. So habe ich das formuliert. So, Hibiki. Aber wir nehmen ja eh jede. Weißt du doch, kennst du doch aus dem Quote. Bestepil plus 1. Moidepil plus 1. So, jetzt ist eh vorbei. Moidepil plus 3. Ist eh vorbei, jetzt geht hier nichts mehr. Dieses Video von Amina, wie sie Popcorn isst. Ich schwöre dir, ich will daraus ein GIF machen, dass ich einfach endlos loopt. Einfach endlos loopt, weil es ist so viel Liebe. Was? Mehr geht hier jetzt eh nicht mehr. Richtig? Ja, mehr geht jetzt eh nicht mehr. Ja, einmal hier alles aktivieren, was in irgendeiner Form nur geht. Die bessere Ausgangssituation haben. Wenn ich mich ranhalte, schaffe ich das sogar noch, bevor mir die ganze Zeit wegen Baphomets Fluch wegläuft. Moide Drive brauchen wir. So, Thema durch. Aber wir haben die Skillboards bald voll. Das ist doch, das ist zumindest etwas. Wieso? Achso. Weil ich ja nicht weiterlaufen konnte. Ja, da kann ich ja eh nichts machen. Ja, sehr, sehr viele verschiedene Ränge aktuell. So, 15. Da würde ich doch fast den Omoide Drive Trio nehmen. Das andere haben wir netterweise sogar aufgefüllt schon. Die Dance Rate könnten wir hoch machen. Dance Rate, Visual Rate up. Das ist wieder Visual Rate up. Wir nehmen den 5er. So. Jetzt müssten wir, glaube ich, alles, soweit es geht, hochgeballert haben. Ja, weil unsere E-Kinderchen hier können wir ja noch nicht weiter laufen lassen. Vielleicht werden wir hier durch. Ah ne, noch nicht ganz. Habe ich Haruka? Ja, Haruka ist noch Leader, okay. Dann können wir jetzt Master Live spielen. Und mal gucken, ob das was wird.
Bin gespannt. Und danach spielen wir mal mit Flug. Sieht sie nicht hübsch aus in dem Kostüm. So, Overmaster. Kimi Channel und Thank You. Eigentlich relativ gut verteilt. Let's Fetz, sprach die Maus und sprang in den Mixer. Also, los geht's. Das war nicht mal ein Witz. Was ist denn da los? Wow, was Mickey aber für einen Visual Boost drauf hat, das ist ja heftig. Das ist definitiv die Opai-Unit. Ja, Miki steht das auch total irgendwie. Schafft man das noch? Das wird knapp. Naja. Also Miki kann das tragen, so viel steht fest. Miki kann das tragen. Ach, Highscore 40, das werden wir niemals schaffen. Niemals schaffen werden wir das. Müsst nicht nach dem aktuellen Stand.
mache ich eigentlich? Okay. Also wir müssten 400.000 Punkte zusammenkriegen. Das auf der Null habe ich den noch getriggert. Ich würde vor allen Dingen auch gerne noch mal wissen, wie ich den S-Rang überhaupt freischalte. Ich traue mich gerade nicht zu gucken, was das für ein Link ist. Wenn dahinter steht schon, es wird bestimmt teuer. Wo haben wir denn? Ja, oh Gott, ein bisschen übergezogen haben wir. Definitiv. Denn Charuka hat ja Brustphysik. Also nicht, dass es relevant wäre. Bevor jetzt böse Mails von Bamco kommen. Ja, wir sind sehr, sehr weit von der 40 noch entfernt. Eieiei. Mickey in Starlight State. Oh Gott. Mein Leben. Ja, großartig. So, leider hat's ja nicht ganz gereicht. Zumindest gab es ein bisschen Erfahrung und ein paar Fans. Ist auch nicht verkehrt. Das haben wir ja Gott sei Dank erledigt. Ach stimmt, ja, das Live zählte ja auch noch mit. So, 60.000 Geld.
So. Ich habe eine neue Trophäe. Wow. Rang 23. So, an dieser Stelle drücke ich dann mal eben Pause. Nee, wir haben doch so ein bisschen überzogen jetzt. Kamera, Schärfe. Nee, wir haben doch so ein bisschen überzogen jetzt. Und würde mich doch tatsächlich freuen, wenn ihr nach einem kurzen Päuschen dabei wärt bei Baphomets Fluch 2. Wir haben ja jüngst, Baphomets Fluch 1 abgeschlossen. Und der Sinn, der Sinneshalber, ja, werfen wir da am besten jetzt noch gleich den zweiten Teil hinterher. Und dann schauen wir doch einfach mal, wo uns die Reise so hinführt. Also jetzt gleich nach der Pause, Baphomets Fluch 2, Spiegel der Finsternis. Ich würde mich freuen, wenn ihr da seid. Und weil wir doch gerade davon gesprochen haben, wie wäre es denn, wenn wir jetzt gerade mal einfach in der Pause White Angel spielen? Das wäre doch toll. Also bis gleich, liebe Freunde.